So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir wollen mal wieder ein paar Eier für euch brüten. Ich werde wieder 12 Kilometer Eier sammeln und die dann geschlossen öffnen. Und ich werde jetzt jedes Mal zum Park gehen und werde wieder einen Park aufmachen. Und wieso ich ein Stäbchen im Mund habe, werde ich euch gleich noch erzählen. Wir melden uns zurück, wenn die ersten Eier aufgehen. So, da bin ich zurück mit der ersten Ladung Eier. Wieso ich das Stäbchen dabei habe, ist, weil in letzter Zeit natürlich das Stativ von der Kamera immer wieder zusammenfährt und der Stabbeauftragte ist letztens in Kraft getreten und hat einen Stab mitgebracht, den man immer zwischen Kamera und Boden spannt, dass das einen Bogen macht und das nach oben hält. Klingt total bescheuert, muss ich jetzt immer mitführen. Das ist eigentlich ein Duftstäbchen, deswegen habe ich jetzt auch so einen komischen chemischen Geschmack im Mund. Aber darum geht's nicht, es geht hier rum. Wir haben wieder 12 Kilometer Eier zusammen. Die musste ich jetzt mit hierher nehmen, weil ich die jetzt immer hier im Park an der Statue öffnen möchte. Sternstück ist auch an. Ich bin immer noch auf der Suche, vielleicht nach einem zweiten weiblichen Molung ist gutes Tauschmaterial. 100er Garnovil, 100er Milzer, Bonbons, alles, was es da gibt. Wie ist das überhaupt drin im 12er? Ich weiß es nicht. Wir fangen jetzt direkt an. Wir machen mal hier die erste Ladung auf. Der Akku ist nämlich auch gleich leer. Gucken mal, was der Staub bringt. Und wir haben direkt ein Molung im ersten Ei drin. Mit 6376 Staub. Bewerten tun wir es dann auch gleich alles. Zurukeks im zweiten Ei. Da fehlt mir noch ein 100er für die Familie. 8700 Staub. Also ein Zurukeks habe ich, brauche noch ein zweites, Kapuno jetzt hier am Start mit 4815 XL Bonbons, die sind auch immer gut. Noch ein Kapuno, 15 XL gegen 8 XL, das ist nichts, dafür gibt es hier 7800 Staub, das ist auf jeden Fall mehr. Noch ein Kapuno, da gibt es irgendein Kapuno Event, von dem ich nichts weiß, 5700 Staub, bitte kein Kapuno mehr. Ach, Skalyk. Nee, dann lieber kein Skalyk, dann doch lieber wieder Kapuno. 9600 Staub immerhin für dieses Skalyk. Noch ein Skalyk. Ich glaube, es geht jetzt mit Skalyk weiter. Danach kommt bestimmt noch ein Skalyk. 6780 Skalyk 2. Skalyk nicht, aber Gladiantri. Da vielleicht auch noch ein 100er. 8338. Staub. Auf die Bonbons habe ich jetzt nicht geachtet. Noch ein Zurukeks, weil sich die Hose festhalten muss. 7477. Lavitar. Ja, Lavitar früher, heute, das ist schon ein Unterschied. 6977. Noch ein Lavitar. Gut, persönliches Highlight bis jetzt, das Molunk weiterhin. 7500 Staub nochmal bei dem Lavitar. Kriegen wir vielleicht doch noch ein Zurukeks. Ah. Zurukeks habe ich 100er, ich brauche ein zweites 100er. Hier gab es nochmal 9600 Staub am Ende. Das heftigste war das Molung am Anfang, deswegen werden wir das Molung auch als letztes bewerten. Fangen wir hinten an mit Zurukeks. Schauen mal da drauf, ob vielleicht irgendwas Gutes dabei ist. Shiny haben wir nicht dabei, vielleicht gibt es ja noch ein 100er irgendwo. Das ist auf jeden Fall nicht so krass. Das ist auch nicht so krass. Das sieht schon besser aus, aber ist auch nicht so krass. Das ist auch nicht krass. Das ist ein Gladiantri. Skalyk, nein, Skalyk, oh, fast ein 10-10-10er. Das hätte man sammeln können, aber das jetzt nicht. Kapuno, nix. Interessante Werte. Schlechte Werte, Zurukeks noch mit irgendwas dabei und ein Molung. Was aber wieder ein männliches ist. Also wieder eins, was ihr nicht entwickeln könnt, dafür mit 14, 13, 14 an Werten. 38 XL Molung Bonbons. Wie viele Molung XL Bonbons habt ihr? Ich habe bisher noch nicht so viele gebrütet. Jetzt hat die Kamera auch den Geist aufgegeben, weil die Spannung von dem Stab so hoch ist, dass sie die einfach wegdrückt. So, ansonsten war es das jetzt. Ich gehe sammeln. Und wenn ich wieder 12 Kilometer Eier habe, melde ich mich natürlich wieder zurück. Dann machen wir den nächsten auf. Wir versuchen wieder 3 Fuhren in ein Video zu kriegen. So, wir sind zurück mit der zweiten Fuhre Eier und eigentlich wollte ich ja wieder im Park sein, aber das Wetter ist Mist, es hat die ganze Zeit geregnet, gestürmt, sonst was. Das heißt, wir können uns jetzt auch nicht im Park da auf die Wiese setzen. Wir stehen jetzt einfach hier an der Stadtmauer, so sieht das jetzt hier gerade aus. Was schön ist, hier sind überall hier diese roten Blumen,
Platschmohn, sonst was. Keine Ahnung, was das genau ist. Wir machen jetzt mal die Eier auf. 12 Kilometer Eier sind wieder am Start. Wir drücken direkt mal drauf. Haben ein Capuno im ersten Ei mit 7300 Staub. Sternstück ist natürlich auch wieder an. Dann haben wir hier ein Skalück. Da freue ich mich ja immer ganz besonders. Jetzt sehe ich den Staub nicht, wegen Olli. Olli, du hast den Staub geklaut. Kladiandri mit 9600 Staub. Ich glaube, das ist halt wirklich mehr als 10.000, geht gar nicht. Dann haben wir hier Zuru-Keks 7510. Noch ein Skalück mit 7784 oder 60. Noch ein Capuno. Haben die da was geändert? Ich habe sonst nie so viele Capuno in den Eiern gehabt, in den Zwölfern. Nochmal 6800, nochmal ein Lavita. Hat was gestern auch wieder drüber im Stream. 9600 Staub. Der Tobi hat jetzt extra seine 6er Armee auf 50 gepusht. Ich musste auch mal gucken, wie es bei mir aussieht. Nochmal Gladiandri mit 5100. Ich laufe jetzt mal darüber, wo der Schatten ist. Skalück 7198, damit die Fresse nicht so ausbrennt. Noch ein Lavita 7708. So, Pam Pam in der letzten Ladung nicht dabei gewesen, jetzt hier dabei mit 9600. Da hätte ich gerne auch noch ein 100%iges. Noch ein Skalück. Ich vergesse immer, was da drin ist. Pam Pam wäre auf jeden Fall fett. Pam Pam wäre fett, Garnovil wäre fett, die als 100er zu bekommen. Oder vielleicht ein Molung als 100er. Oder halt Skalück auch als 100er, Gladiandri als 100er. Also eigentlich alles, was da drin ist, brauche ich noch als 100er. Wir fangen jetzt hier vorne an. Vom Capuno. Bewerten mal, ob was Gutes dabei ist. Shiny war nicht dabei, haben wir ja gesehen. Capuno, schlecht. Skalück ist auf jeden Fall ein bisschen besser. Gladiandri, ja, nee, Zurukeks, nix. Skalück, nix. Capuno, 15 Angriff, okay. Lavita, boah, macht bisher den besten Eindruck. Hier nix. Lavita, nix. Pam Pam, 98. Das ist das beste Pam Pam, was ich bis jetzt habe. Leider kein 100er. Ihr wisst, wenn ihr einmal die XL zusammen habt und pusht auf 50 und in der nächsten Ladung kommt das 100er, ihr ärgert euch schwarz. Und Skalück auch nochmal schlecht. Also das ist auf jeden Fall das Highlight aus dieser Folge. 254 XL Bonbons für Pam Pam. Das heißt, wir hätten bald die XL zusammen, um eins zu maxen. Aber wenn, dann würde ich nur ein 100er maxen. Vielleicht kriegt das ja auch mal einen C-Day oder irgendwas anderes. Oder mit Shiny-Einführung muss das ja eh kommen. Ich sammle jetzt nochmal. Wenn ich dann wieder 12 Stück zusammen habe, werden wir die nächste Fuhre brüten, die dritte Fuhre, und gucken wir mal, ob da noch was Fettes dabei ist. So, es ist Sonntag und die dritte Ladung Eier geht jetzt auf. Ich sitze hier am Marktbrunnen. Ich weiß nicht, ob man das mal zeigen kann. Wenn wir das mal kurz so rumdrehen. Zack, das ist der Marktbrunnen. Aber das ist jetzt egal, denn ich habe ein Sternstück angemacht. Wir haben gerade noch einen Raid gemacht. Beim Raid habe ich gesehen, die Eier gehen auf. Jetzt konnte ich nicht raiden. Jetzt habe ich extra das andere Handy raus, habe mit dem anderen Handy den Raid gemacht, damit ich hier die Eier drauf lassen kann. Wir drücken jetzt einfach mal durch. Ich bin immer noch auf der Suche nach 100ern aus den 12-Kilometer Eiern. Ich habe noch kein einziges exklusiv 12-Kilometer Eier Pokémon als 100%iges. Wir drücken mal drauf, gucken mal, was da jetzt drin ist. Und wie viel Staub es natürlich wieder gibt. Wir starten mit einem Lavita. 4800 Sternenstaub, 16, 5, also 16 Bonbons, 5 XL. Als nächstes ein Algit, was immer noch aussieht, als wäre es ein Krypto mit seinen roten Augen. 4804 Sternenstaub, aber das ist eigentlich das nutzloseste Pokémon im 12er-Ei. Ein Molunk, was schon mal sehr cool ist, weil es wieder ein weibliches sein könnte. Und vielleicht ist es sogar ein 100er. 6600 Staub, hier ein Capuno mit 7999. Noch ein Capuno mit 5700. Wie hängt der Staub mit den IV zusammen? Gibt es da irgendwas Sinnvolles oder ist das wirklich völlig random? Garnovil auch dabei mit 9300, also ziemlich viel Staub.
würde für mich heißen, die IV sind wieder mal mega schlecht. Dann das zweite Garnoville, auch 9600 Staub. Die müssten beide also mega schlecht sein. Das ist mein Eindruck, immer wenn ich viel Staub kriege, sind die IV schlecht. Wenn ich wenig Staub kriege, sind die IV besser. Also ein schlechtes Absol mit 8300 Staub. Noch ein Garnoville, jetzt nur 4000 Staub. Und dann ist es ein 100er. Nein, wir kriegen wieder 9600 Staub. Das heißt, wir müssten drei schlechte Garnoville bekommen. Skalück 6211 ist auch dabei, 20 und 5. Noch ein Skalück zum Abschluss, okay. 9600. Vielleicht ist es auch völlig random, ich weiß es nicht. Mir kommt es nur immer so vor, wenn ich viel Staub kriege, dass die Pokémon mega schlecht sind. 8479 noch bei dem letzten. Wir werden das genau in dieser Reihenfolge jetzt bewerten. Beim Molung warten wir aber mal kurz. Wir schauen noch nicht, ob das ein weibliches ist. Wir haben also das Lavitar mit ja, wenigstens Satz 15 Angriff. Das Algit sieht eigentlich auch ganz nett aus. Das Molung lassen wir mal weg. Und die Garnoville waren ja alle über 9000. Jetzt schauen wir mal, ob die IV da ein riesengroßer Unterschied sind. Kapuno, schlecht. Kapuno, schlecht. Garnoville hatte viel Staub und hat tatsächlich auch relativ gute IV. So viel fehlt da nicht. Das ist viel, viel schlechter. Hat aber genauso viel Staub gehabt. Absol brauchst du nicht. Noch ein Garnoville, auch schlecht. Also das erste Garnoville war das Beste. Skalück, nix. Absol, nix. Und jetzt suchen wir uns noch unser Molung. Und es ist ein männliches. Vor allem habe ich mir extra ein männliches tauschen lassen. Weil mein erstes Molung war ja ein weibliches. Ich habe mir ein männliches tauschen lassen und jetzt brüte ich die ganze Zeit männliche Molung. Aber es gibt ja auch Leute, die haben noch gar keinen Molung. Habt ihr schon einen Molung? Schreibt es mal in die Kommentare. Wenn nicht, von mir kriegt ihr keins. Gute Idee. So, alles aus Budapest. Das heißt, ich kann wieder los. Ich könnte wieder losziehen, Eier sammeln und dann beim nächsten Mal wieder 3x12. 12 Kilometer Eier für euch. Was ist das denn hier? Da sitzt einfach noch ein Capoeira. Das nehmen wir aber jetzt nicht mehr. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Was habt ihr zuletzt gebrütet? Was sind eure Lieblingseier? Was sind eure Ziele beim Eierbrüten?